Hier geht es darum, wie kann ich in einem Bild gerade Linien finden und wie kann ich die Linien mit gleicher Richtung gruppieren. Dazu gibt es zwei Methoden, die Methode Haflines, um Geraden zu finden, und die Methode Haflein Post, um eine Nachverarbeitung anzustoßen. So, also zunächst erstmal die Methode Haflines. Wir haben ein Bild von einem Haus und Haflines zeigt uns jetzt hier gefundene gerade Kanten an. Es gibt verschiedene Attribute, zum Beispiel die Mindestlinienlänge, und man kann die einfach mal durchsimulieren, indem man hier mal auf rangeht. Und dann merken wir, abhängig von dieser Zahl werden verschiedene Linien gefunden. Gerade wenn die Zahl klein ist, werden zum Beispiel auch in solchen Kreisbereichen Linien angenähert. Und je größer die Zahl ist, umso weniger an Linien bleiben wirklich noch übrig. Und man kann jetzt auch hier die Lücke zwischen zwei Linien einschränken. Das heißt, das sind normalerweise zwei verschiedene Linien, und wenn ich aber sage, hier die Schwelle der Abstand, der maximale Abstand zwischen diesen beiden Linien kann beliebig groß sein, wird das alles auch als eine Linie erkannt. Ich lasse also dieses Max Line Gap auch einmal durchlaufen. Ich meine, wir müssen natürlich erstmal hier bei der minimalen Linienlänge einen Wert nehmen, der sinnvoll ist, also klein genug ist. Und das sehen wir, wenn eben dieses Max Line Gap klein ist, da wird oder groß ist, dann werden auch unsinnige Linien gefunden. So, ich setze den wieder mal auf ein vernünftiges Maß zurück. Wir bleiben jetzt mal bei diesem Bild. Es ist nicht ganz ideal, aber es ist ganz gut, um die andere Funktionalität zu zeigen. Und schauen uns nochmal den Abhängigkeitsgraphen an. Also wir haben das Image-File, wir haben das Modul Haflines, was uns hier die Linien ausgerechnet hat, und jetzt haben wir einen Postprozessor, und der Postprozessor, der hat zwei Parameter und rechnet uns aus Gruppen von Linien mit der gleichen Richtung. Der eine Parameter Epsilon gibt an, wie stark die zugelassene Abweichung sein kann. Manchmal sind die Linien nicht ganz genau parallel, zum Beispiel bei perspektivischen Aufnahmen. Und hier unten sagen wir, was ist immer die Mindestanzahl, die in der Gruppe reinkommen soll. So, den Dependency Graph können wir jetzt vergessen. Wir schauen uns jetzt einfach mal das Bild an, das da entsteht. Wir sehen also jetzt hier im Bild Linien, die parallel sind. Zum Beispiel hier oben. Diese hellblauen oder die ockerfarbenen hier oder die roten. Und in dem Extrafenster ist jetzt die Berechnung visualisiert. Wir sehen hier unten erstmal die Richtung. Und zwar ist 0 senkrecht nach oben. Wir sehen, das sind hier die roten Linien, diese Messwerte,
oder die berechneten Werte, die wir hier haben, die sind alle zu einer Gruppe zusammengefasst. Das sind die roten Linien nach oben. Es taucht hier drüben auf der anderen Seite bei 180 Grad, das sind also Linien nach unten, auch nochmal was Ähnliches auf. Die einen sind eben jetzt grün, die anderen sind rot. Dann haben wir hier eine ziemliche Menge an Linien mit einem Winkel von 75 Grad. Das ist also das hier. Diese Gruppe ist hier dargestellt. Und dann gibt es noch ein paar Exoten. Zum Beispiel hier diese blaue Gruppe, das sind diese etwas eigenartigen Linien, die hier unten in der Schräge drin liegen. Und hier oben in dem Kreis wurden dann auch noch welche gefunden. Und die wurden dieser Gruppe zugeordnet. So, was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt hier einfach diesen Epsilon-Wert kleiner stellen. Mit dem Ergebnis, dass ich jetzt hier eben manche Linien nicht mehr zuordnen kann. Die tauchen dann hier unten in dieser Zeile auf. Und hier oben sehen wir, ist die Gruppierung auch feiner geworden. Und ich gehe hier noch mal weiter runter. Ich suche mal nur 3. So, und jetzt fallen schon eine ganze Menge Linien hier raus, wo wir suchen, das sind irgendwelche gestörte Linien, die nicht genau bestimmbar sind. Und im Bild sind alle Linien, die nicht in eine Gruppe reinkommen, hier als weiße Striche dargestellt. Je kleiner ich also dieses Epsilon mache, umso mehr Linien fallen aus der Kategorisierung aus. Ich zeige jetzt nochmal ein paar andere Beispiele. Also wir wechseln einfach mal die Datei. Das wäre also einfach ein Dreitafelbild einer abgeschnittenen Pyramide. Werte habe ich jetzt mal 34, die sind allgemein schon ganz brauchbar. So, jetzt sehen wir also hier die Linien, die erkannt worden sind als gerade Linien, die klassifiziert worden sind. Hier im Diagramm sieht man auch, wie diese Gruppen zusammen sind, und Haflines hat er eigentlich fast alle Linien erkannt mit diesen Parametern. Schmeiße ich wieder weg, wechseln wir zum nächsten Bild. Nehmen wir jetzt mal dieses hier. Das ist also einfach eine Abwicklung. Und da sehen wir, hier ist das Originalbild. Hier sind die erkannten geraden Linien. Und da sehen wir auch, hier sind ein paar Punkte verloren, aber im Wesentlichen sind auch hier wieder alle Kanten gefunden worden. Und die sind jetzt im 3D-Modell schon als Ebene sichtbar. So, das ist das Image-File, das ist also einfach eine Darstellung von einer Bohrung. Hier sind die Haflines dazu. Hier sind die Werte alle erkannt. Hier sind natürlich die Kreise oder die Ellipsen durch viele kleine Strecken angenähert worden. So. Also auch hier ist mit dieser Einstellung alles erkannt worden. Und wir sehen hier im Bild die einzelnen Punkte. Hier bei den Kreisen haben wir jetzt den Effekt, dass man zum Beispiel sieht, dass hier drüben die Linien und diese, die gegenüber liegen, als parallel erkannt worden sind, genau wie die hier unten und die hier oben. Und natürlich haben wir jetzt hier an der Stelle
aufgrund unserer Abstände natürlich eine ganze Menge an Linien, die so nicht sein sollen. Da muss man immer Feintuning machen. Aber das Erkennen von Kreisen und von Parabeln oder Ellipsen ist eh ein anderes Thema. Aber hier, solange eben alles wirklich gerade ist, sind alle Linien erkannt. Und aufgrund der Strichdicke haben wir eben hier momentan noch zwei Linien und wir müssen dort den Mittelwert finden. Aber auch das ist dann ein anderes Thema.